Assalamu alaikum wa rahmatullah. Herzlich willkommen bei Muslim Media. Ich heiße Joshkun und das ist die erste Episode von Ramadan TV 2013. Wir haben für euch etwas sehr Schönes vorbereitet. Und zwar haben wir zwei hübsche Brüder aus England. Die sind beide Hafiz, in dem jungen Alter schon. Und des Weiteren sind wir zum Essen eingeladen, Iftar-Essen, bei einem Bruder, den kennt ihr auch schon. Der hat bei einem Kurzfilm von uns eine sehr, sehr schöne Rolle gehabt. Und wir werden das ganze Essen benoten. Viel Spaß beim Zuschauen. Assalamu alaikum, junger Mann. Alaikum salam. Wie geht's dir, mein Hübscher? Alhamdulillah. Mashallah. Hast du immer noch deinen Führerschein? Du weißt immer, wenn du Auto fährst, mach ich ein Quiz. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. So, wir sind hier in der Wohnung von Ismail, unserem Darsteller von Islamophobia. Beeil dich! Und ihr alle Handys auf die Theke, schnell! Heute mit Schürze ohne Maske, ne? Mit Messer immer in der Hand, dennoch gefährlich, ne? Nicht so unterschätzen. Immer das Messer her. Mach die Kamera aus. Could you please introduce yourself, brother? My name is Ansar Ali. Abul Qasim. So, where are you from? I'm from the UK. And for what reason do you came to Germany? I got invited to Germany. You too? Yeah, to do Tarawih. Tarawih, mashallah. So you both are Hafiz, inshallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. And how old were you when you became Hafiz? I was 18. I was 14. Subhanallah, 14. So and when did it start? When I was 11. 11? And I was early 17. Ja, was essen wir heute, Ismail? Auf jeden Fall Lachs-Sahne-Gratin essen wir. Dazu haben wir einen schönen Salat. Aber Sahne-Gratin klingt so brutal so. Ja. Da geht ein Appetit weg. Das sieht zwar lecker aus, müssen anderen Namen geben. Ja? Wie kann man Sahne-Gratin eigentlich noch nehmen? Ist das ein Fisch? Ja. Das ist ein toter Fisch. Okay, darf ich ein Beispiel geben? Gib. Der Killerfisch. Was ist das? Das passt auf jeden Fall. Killerfisch? Anderen, ja, das passt. Killerfisch. Der Killerfisch. Salam alaikum. Alaikum salam. Wie heißt du? Futkan. Wie geht's? Gut, dir? Alhamdulillah. Gut, gut. Bist du am Fasten? Ja. Wie alt? 13. Seit wann fastest du schon? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Ja. Du fastest ganz? Ja, durch. Und ist das Fasten nicht schwer, wenn die Tage so lang sind? Nein, wenn man... Eigentlich nicht. Nur die Harten kommen in den Garten, ne? Genau. Was ist überhaupt Gratin? Was ist das? Das ist ein Auflauf. Klingt wie eine Krankheit. Auflauf. Klingt wie eine Krankheit, so Gratin. Was bist du? Ich bin Gratin geworden. Ein Auflauf ist das. Auflauf? Ja. Lachs-Sahne-Auflauf. Kannst du das auch oder müssen wir danach hier alle irgendwie... Nein, nein. Ich bin der... In der Toilette schlange ich. Ich will nicht sagen, ich bin der Beste, aber... Der Zweitbeste. Ich habe schon ein bisschen so... Nach meiner Mutter bin ich der beste Koch in der Familie. If you now compare Germany with UK, so do you see any difference? Especially in Ramadan now. Very big difference. What kind of difference? There's... It looks like it's very less Muslims in Germany. Might be wrong. But the atmosphere in UK is more lively in Ramadan. So it looks like as if everyone is one brotherhood. Example, Fajr time in Ramadan, mosque is full. But in Germany, it is not full compared to England. Salzpfeffer drauf. Salzwasser. Salzwasser. Wir werden uns kaputt machen. Ja. Deswegen Killerfisch. Danach kommt die Soße. Und das war's? Nein. Wir essen nur den Fisch oder kommt noch was dazu? Da kommt noch was dazu. Reis. Ja, wollte schon sagen. Basmati-Reis. Kennt ihr das? Ja, richtig cool Nachtisch für uns, Kollege. Ja? Der Nachtisch, Bärentraum. Bärentraum. Das ist ein Traum mit Bären. Den werde ich später noch im Traum noch sehen, den Dessert. Wallah? Ja. Kann ich mir auch was wünschen? Ach, hier eine Frage. Guck mal, typische Frage in Ramadan. Warum fasten wir? Man kriegt immer die gleiche Antwort. Und man erzieht sich einmal im Jahr, dass man 11 Monate lang verdorben wurde, erzieht man sich ein Jahr. Und man lässt sich mit dem Essen nicht ablenken. Also kurz gefasst, Ramadan ist? Ramadan ist Erziehung.
MashaAllah. Jazakallah khairan, Sheikh Joshkun at Turki. Wa iyyak ya blad. Salam alaikum. Alaikum salam. Was machen? Sitzen du? Alhamdulillah. Wie läuft Fasten? Gut, Alhamdulillah. Ja, 18 Stunden? Ach, locker, ja. Kein Problem, ja? Kein Problem mit Sport, schaffen wir es. Auch noch Sport dazu, ne? Das heißt. Nur die Arten kommen in den Garten, ne? Vorspeise, Strauchtomatensuppe mit Basilikum. Von Knorr. Von Knorr. Wir sind integriert. Das ist Deutsch. Knorr. Hauptspeise, den Killerfisch. Hier. Mit Lachssahne. Wieder Knorr. Genau. Schön Deutsch, ne? Dazu ein Salat. Was wir nicht alles tun, um Kartoffel zu werden, ne? Ja. Was für Nachtisch? Nachtisch, Beerentraum. Genau. Beerenbombe. Mit den Beeren. Beerenbombe. Beerenbombe, das ist gut. Hey Josh, wenn du im Paradies wärst und einen Wunsch feierst, was hast du denn? Hm? Was willst du dir wünschen? Ich würde gerne Sarrazin einen reinholen. Aber dann müsste der auch einen das kriegen. Was hat der da verloren? Ne? Ja. Ja. Warum fasten wir eigentlich? Damit wir lachen. Nein, also damit wir fühlen, was in Afrika passiert. Also in Afrika ist so. In Afrika finden die kein Essen. Wir müssen uns in die Lage versetzen, was die sich jeden Tag miterleben. Und wenn in Afrika jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala ist jetzt morgen, hilft er den Afrikanern und Afrika hat keine Dürre mehr, keinen Hunger mehr, dann brauchen wir nicht mal Ramadan fasten. Nein. Nein, wir fasten jetzt, also ich meine, wir müssen weiter fasten. Khalas, an alle Gelehrten von Ägypten und Medina, wir haben jetzt Fetwa von Sheikh Abdurrahman. Sheikh Abdurrahman hat Fetwa gegeben, wenn Afrika grün wird und die haben da genug Wasser und zu essen, خلاص يعني رمضان vorbei انسى بالحب تلقاك البدور ضيف الاماني والسرور فيك العظيم